Hallo, Servus und herzlich willkommen zum nächsten Tackle Talk mit Chris, das Format, in dem ich euch eure Instagram-Fragen beantworte. Die nächste Frage, die wurde, glaube ich, im Jahr 2021 am häufigsten gestellt und deswegen möchte ich die in dem Videoformat klären. Welche Übersetzung für die Baitcaster brauche ich und worin unterscheiden die sich? Erstmal, bei Shimano gibt es drei verschiedene Übersetzungen. Eine Standardübersetzung, eine HG-Übersetzung, HG steht für High Gear, und eine XG-Übersetzung. XG steht für Extra High Gear, also extra hohe Übersetzung. Es gibt drei verschiedene Klassen und die kann man sich mit einer Faustformel ganz gut merken. Die Standardübersetzungen haben ungefähr eine 6er-Übersetzung, also 6,1 oder 6,2 zu 1, demnach 65 cm Schnureinzug, plus minus 5 cm. Die HG-Übersetzungen haben eine 7er-Übersetzung, also 7,1, 7,2 bis 7,5 zu 1, und ungefähr 75 cm Schnureinzug, plus minus 5 cm. Und die XG-Modelle, die haben meistens eine 8er-Übersetzung, also 8,0, 8,1 zu 1 und haben demnach so um die 85 bis 90 cm Schnureinzug. Das ist erstmal die grobe Richtlinie und wofür werden die Rollen jetzt verwendet. Die Standardübersetzung ist super für Köder, die auf Zug gefischt werden, wie zum Beispiel ein Crankbait, ein Chatterbait, ein Spinnerbait oder wenn ihr langsame Rigs fischen wollt, da eignet sich eine Standardübersetzung ganz gut. Wenn ihr Topwater angeln wollt, wenn ihr jiggen wollt, wenn ihr schnelle Köder führen wollt, da ist die XG-Übersetzung sehr, sehr gut, also die extra hohe Übersetzung. Und wenn ihr genau das Mittelding macht, also sowohl das eine als auch das andere, ist die HG-Übersetzung wohl die universellste unter allen. Ich habe bei meinen meisten Rollen eine HG-Übersetzung, außer die, die speziell für bestimmte Angelarten sind, wie zum Beispiel meine Topwater-Route, da ist eine XG drauf. Auf meiner Crankbait ist eine Standardübersetzung drauf. Und wie erkennt ihr jetzt, wenn ihr eine Rolle habt, was XG, HG oder XG ist? Ganz einfach, das steht bei den Rollen immer drauf. Hier zum Beispiel die SLX, hier steht nur 151, hinten dran steht keine Bezeichnung, das ist also die Standardübersetzung. Hier haben wir eine Curado 201, hier steht hinten dran HG, ist also eine High Gear. Und hier haben wir eine Aldebaran BFS und hier steht es, klar und deutlich, hier haben wir eine XG-Übersetzung. Also so findet ihr auch an euren Rollen raus, welchen Übersetzungsstandard ihr habt. Ich hoffe, damit ist die Frage ein für alle Mal geklärt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, dass ihr auch den nächsten Tackle Talk nicht verpasst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.